Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du hier wieder mit eingeschaltet hast. Und für alle diejenigen, die jetzt hier vielleicht das erste Video von mir gucken und noch gar nicht wissen, worum es eigentlich geht, auf diesem Kanal gibt es Videos zum Thema Fotografie und Bildbearbeitung und da würde ich mich natürlich freuen, wenn du mit dabei bleibst, also einfach mal auf Abonnieren klicken. Ansonsten für alle die, die schon länger mit dabei sind und sich vielleicht gewundert haben, wo ich jetzt so die letzten Wochen war, denn es gab ja keine weiteren Videos mehr, den kann ich sagen, ich brauchte eine kleine Auszeit, hatte persönliche Gründe. Jetzt bin ich aber wieder am Start und zwar auch so richtig. Und ich habe eine kleine Überraschung für euch, hast du vielleicht schon am Titel gesehen und das gibt's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich bin wieder da und ich werde jetzt auch wieder regelmäßig Videos machen und ich dachte mir, dass ich direkt zum Anfang mal so einen kleinen Bonus auch an euch gebe, weil ihr ja wirklich echt hier auch hinterher seid, immer die Videos schaut, auch kommentiert fleißig und auch Daumen nach oben gibt. Und von daher dachte ich mir, lass uns doch mal was für die Community machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir einfach mal so ein paar kleine Fotowettbewerbe starten mit ein paar coolen Preisen und das möchte ich jetzt heute einfach mal beginnen. Und ich möchte dir ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht. Es wird jetzt in der nächsten Zeit mehrere Fotowettbewerbe mit unterschiedlichen Themen geben. Und da habt ihr die Möglichkeit, mir Bilder zuzuschicken über meine E-Mail-Adresse. Könnt ihr über WeTransfer machen, ist wahrscheinlich am einfachsten. Meine E-Mail-Adresse seht ihr jetzt auch nochmal hier eingeblendet. Da könnt ihr die dann hinschicken. Und ich lade die dann alle gesammelt in der Facebook-Gruppe, die ich gegründet habe, hoch. Diese Facebook-Gruppe hat inzwischen fast 17.000 Mitglieder, also wenn die da hochgeladen werden, diese Bilder, dann haben die auch eine gewisse Reichweite und sie werden von vielen Mitgliedern dann auch gesehen. Und dann wird es darum gehen, dass diese Bilder dann bewertet werden. Also man kann da dann Gefällt mir klicken und die Bilder, die am meisten Reaktionen bekommen, ja, die kommen dann in ein extra Video nochmal. Und in diesem Video, das ist dann quasi das Finale, werde ich zu jedem Bild auch was sagen, meine persönliche Meinung dazu sagen, auch ein bisschen Kritik äußern und so weiter. Und dann wird daraus ein Siegerbild gekürt. Die ersten drei kriegen jeweils den Preis, dass sie sich bei mir im Online-Store ein Videotraining aussuchen dürfen, was sie dann kostenlos natürlich bekommen. Und der erste Preis, der hat noch einen zusätzlichen Gewinn. Und zwar gibt es dann das Siegerbild nochmal auf Alu-Di Bond ausgedruckt. An dieser Stelle einen herzlichen Dank auch an Whitewall, die das möglich machen. Also, wie läuft das jetzt genau ab? Das Video erscheint ja jetzt hier an einem Sonntag um 12 Uhr und ihr habt jetzt ab diesem Zeitpunkt eine Woche Zeit, eure Bilder zu mir zu schicken. Ich werde die dann alle nächsten Sonntag hochladen in dieser Facebook-Gruppe, werde da ein Album erstellen und ab da gibt es dann die Voting-Phase. Die wird dann bis zum nächsten Mittwoch laufen. Das sind ungefähr knappe 4 Tage. Und dann wird am nächsten Sonntag darauf, also jetzt in 2 Wochen, wird es das finale Video geben mit den 9 besten Bildern, beziehungsweise mit den 9 Bildern, die am meisten Votes bekommen haben. Da werde ich dann, wie gesagt, alle nochmal so ein bisschen kritisieren oder auch einfach meine Meinung dazu sagen und dann im Endeffekt die 3 Gewinner küren. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, naja, wie sieht es denn aus mit Bildrechten abgeben und so weiter? Da kann ich dich beruhigen. Normalerweise ist es ja bei Fotowettbewerben immer so, da muss man dann irgendwie alle Bildrechte abgeben. Ist hier nicht so. Also ich werde mit euren Bildern nichts weiter tun, außer halt für den Wettbewerb halt benutzen. Ne? Wenn sie dann natürlich das Gewinnerbild, das wird dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen gepostet. Aber ich denke, das ist ja auch eher Publicity für euch. Natürlich lade ich die bei Facebook hoch. Dazu bräuchte ich dann auch nochmal eure Genehmigung. Das heißt, wenn ihr mir die Bilder schickt, dann müsstet ihr bitte kurz einmal mit dazu schreiben, dass ich eure Bilder bei Facebook hochladen darf. Denn das ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Bei Facebook, wenn ich die da hochlade, dann gebt ihr zum Teil ja, das wisst ihr auch selber, eure Rechte an diesem Bild ab. Und von daher bräuchte ich da von euch einfach mal kurz die Einverständniserklärung, dass ich euer Bild dann da überhaupt hochladen darf. Ihr werdet natürlich auch mit eurem Namen dann drunter stehen unter eurem Bild. Also da wird jetzt nicht, das wird jetzt nicht so aussehen, dass das alles komplett anonym ist, sondern da steht dann jeweils euer Name drunter. Das heißt auch, dass ihr mir bitte euren Vor- und Nachnamen mit dann in diese E-Mail mit dazu schreibt. Ansonsten verrate ich dir jetzt noch das Thema von dem ersten Fotowettbewerb. Und das heißt alt und neu. Das ist alles. Ich möchte dazu nichts weiter sagen. Ich möchte, dass ihr wirklich kreativ werdet. Ihr könnt alles machen. Es geht um kein bestimmtes Genre oder so, sondern ihr könnt mit diesem Thema alt und neu alles machen, was ihr wollt. Ob das nun Porträt ist, ob das Cityscape ist, Landscape und so weiter. Ist völlig egal. Ihr habt alle Freiheiten, die ihr haben wollt. Es muss nur zu diesem Thema passen. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Fragen und alles Wichtige soweit gesagt habe. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann auf jeden Fall unten in die Kommentare damit.
Und ich freue mich auf die erste Runde in diesem Fotowettbewerb. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, wie gesagt. Das ist auch so ein kleines Dankeschön an euch, dass ihr hier so zahlreich immer mit dabei seid, dass dieser Kanal so wächst. Und ich möchte euch damit einfach auch so ein bisschen was zurückgeben. Ich hoffe, dass eure Bilder dadurch ein bisschen Bekanntheitsgrad bekommen, beziehungsweise dass sie einfach von vielen Leuten gesehen werden. Ihr könnt ein paar coole Preise gewinnen. Und ich denke, wir haben einfach alle zusammen damit ein bisschen Spaß. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachen würdest bei diesem Fotowettbewerb. Wie gesagt, einfach schick ein Foto an mich und weiter musst du erstmal nichts tun. Und ich hoffe, dass es von euch gut angenommen wird. Natürlich werden jetzt auch in den nächsten Wochen wieder ganz normale Tutorials und so weiter kommen. Ich freue mich darauf und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.